Bounty, ihr geilen Friemels, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sims 4 Designing Houses. Heute mit dem zweiten Part von Rachels Haus. Gerade mache ich die Einteilung der Zimmer, denn es sollten ja noch zwei Kinderzimmer entstehen im unteren Wohnbereich. Ich hoffe, es ist nicht allzu schlimm, wenn die Kinder unten sind und die Eltern oben im oberen Stock. Ich denke mal, das macht ja nichts. Das macht ja keinen Unterschied. Natürlich die Fenster angeglichen am oberen Stockwerk, weil sonst sieht das so ein bisschen komisch verschoben aus. Und dann die Türen. Erst habe ich die blauen Türen genommen mit schwarzem Rahmen. Dann habe ich gesehen, dass es noch ziemlich schöne helle Holztüren gibt und habe dann trotzdem die genommen. Hier wollte ich erstmal noch das Fenster reinmachen, habe es aber dann wieder rausgenommen, weil ich das trotzdem von innen nicht so schön fand. Hier wollte ich erstmal einen Durchgang haben, der offen ist, ins Kunstzimmer vom Schlafzimmer aus, habe ich dann aber trotzdem für eine Doppeltür entschieden. Und wie schon angekündigt, kann man das Badezimmer von beiden Orten erreichen. Hier tausche ich nochmal die Türen aus, die ich gefunden habe, und immer natürlich schön abspeichern. Lass uns zum Garten wechseln. Der Pool, etwas, was bei einem modernen Haus im Garten nicht fehlen sollte. Eine wunderschöne Umrahmung des Pools und eine Fläche für Liegestühle. Dann habe ich versucht, diesen Steinweg zur Tür zu bringen. Fand ich aber nicht so hübsch, deswegen habe ich das bis dahin gezogen und nicht weiter. Dann fing ich an, mit einer Hecke den ganzen Garten zu privatisieren bzw. zu umrahmen, damit man so ein bisschen Privatsphäre hat. Natürlich dürfen in einem Garten keine Pflanzen fehlen und auch keine Steine. Der Pool wird natürlich noch verkleidet und bekommt seine eigene schwarze Umrandung. Ein paar Einstiegsmöglichkeiten und natürlich auch noch die Beleuchtung. Muster auf dem Boden, das ich dann aber wieder verschwinden lassen habe, weil es mir trotzdem nicht so gefiel. Ein Brunnen in den Garten und eine Sitzmöglichkeit im vorderen Teil des Hauses. Gartenlaternen und ein Grill dürfen natürlich auch nicht fehlen. Auch die Mülltonne hat ihren Platz gefunden. Ich suchte nach einem Auto, aber das fand ich nicht. Ein paar Stereoanlagen bzw. Musikboxen, damit man im Pool auch seine Lieblingslieder hören kann. Auch im hinteren Bereich des Gartens fand ich es cool, wenn man auch da eine Möglichkeit hat zum Sitzen. Palmen und auch wieder ein bisschen Grünzeug, um diesen Garten schöner wirken zu lassen. Ein paar Steine zur Abwechslung. Die Natur kennt keine Grenzen. Lass uns weitermachen mit dem Innern des Hauses. Im unteren Stock fehlt natürlich noch die Wandfarbe. Ich habe mich für ein helles Orange entschieden. Das ist luftig und erfrischend zugleich. Auch die Trennwand bekommt ihren Anstrich und die Galerie sieht doch schon mal episch aus. In den oberen Räumen gibt es dann auch noch Farben. Bevor ich aber dazu kam, wollte ich erstmal noch einen Boden reinziehen. Ich habe mich für Parkett entschieden, Holz, naturbelassen, sieht gut aus und ist pflegeleicht.
Zwei Kinderzimmer dürfen natürlich in einem Familienwohnhaus nicht fehlen. Beziehungsweise in einem Familienhaus. Familienwohnhaus ist es ja nicht unbedingt. Ein Mädchenzimmer und hier das Zimmer für den kleinen Jungen. Mit seinen Lieblingstieren an der Wand. Das Gästeklo bzw. das untere WC hat auch noch ihren Anstrich. Seinen Anstrich bekommt nicht ihr. What the hell? Da konnte ich mich erstmal nicht für den richtigen Boden entscheiden. Hab's dann aber dabei belassen. Im Badezimmer gibt's natürlich auch noch einen Wandanstrich und wir wechseln zum oberen Bereich. Das Kunstzimmer und das Schlafzimmer bekommt einen helleren Parkettboden. Und auch hier werden wieder helle Farben für die Wände genutzt. Nun konnte ich anfangen, den unteren Bereich zu dekorieren. Eine Dusche für das kleine Badezimmer, ein Waschbecken und natürlich auch das Porzellan, das häusliche Porzellan. Ein Spiegel darf natürlich auch nicht fehlen und eine Halterung für die Badetücher. Wäschekorb, ja oder nein? Nein, der kommt ins obere Bad. Eine Klopapierhalter und ein Bild schmücken den Raum noch aus. Ein Teppich unter die Toilette und auch bei der Dusche. Diese Ecke ist ja nun mal wirklich nicht so praktisch. Ich wusste erst gar nicht, was ich da reinbauen sollte. Eine Ablage für die Schuhe, ein Spiegel und ein bisschen Licht. Keine Angst, diese Lampen werden wieder verschwinden. Das war nur dazu da, damit ich etwas sehen kann. Eine helle Küche wird diesen Raum noch ein bisschen verschönern. Eine Abzugshaube, ein Kühlschrank für die Milch und ein Feuermelder zur Sicherheit der Familie. Offscreen habe ich natürlich noch den Essbereich gemacht. In der Küche gibt es selbstverständlich eine Insel mit einem Waschbecken. Natürlich feinste Ware. Und eine Spülmaschine. Spülen von Hand war gestern. Eine Kaffeemaschine, bevor die Augen zuklappen, und eine Mikrowelle für den hauseigenen Hamster. Beleuchtung darf natürlich auch nicht fehlen. Und so sah dann die Küche aus. Ein bisschen Licht noch beim Esstisch und Deko. Rationen in der Küche, Messer und Pfannen, eine Obstschale prall gefüllt und ein Tablet. Barhocker runden das Ganze noch ab. Kommen wir zum Wohnzimmer. Der größte Flachbildschirm ist nun ausverkauft. Eine Couch, eine zweite und naja, wer Geld hat, noch eine dritte. Fernsehtisch mit ein paar romantischen Kerzen. Zweiter Fernsehtisch mit Büchern und einem romantischen Bild. Romantischen Bild? Naja, ihr wisst, was ich meine mit einem Bild. Natürlich darf hier auch kein Lichtlein fehlen, damit es einem ja blendet, wenn man Fernseh schauen will. Jalousien in der Wohnung drinne, nicht außerhalb. Das sieht doch schon mal stylisch aus. Aber meine Schwester sagte, mach mal lieber ohne. Oben ohne. Ich verstehe.
kommen wir zum hauseigenen Büro. Der Chefsessel darf da nicht fehlen, ein Computer obendrauf. Und auch hier wieder Verstauraum mit einem Aquarium für seinen eigenen Goldfisch. Erstmal wieder abspeichern, bevor die ganze Sache abstürzt. Eine Wanduhr, wo soll die nur hin? Ich habe mich dann doch für Opas Wanduhr bzw. Glockenuhr entschieden. Nochmal eine Ablagefläche, da wollte ich gerade Stauraum sagen, das ist es ja nicht wirklich. Eine Vase. Und auch hier wieder ein paar Dekorationsdinge. Bücher, Bücher, Bücher. Viel Spaß beim Lesen. Ein großes Bild. So groß, dass es sich lohnt, wenn es auf den Boden fällt. Was kommt da an die Wand? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, ich baue noch ein bisschen Licht in das kleine Badezimmer. Auch hier in dieser Ecke ein bisschen Licht und ein Regal. Sieht doch schon mal sehr gemütlich aus. Mit dem Boden bin ich mir noch unsicher, schreibt mir das doch in die Kommentare. Wenn euch diese Redensart, die ich gerade mache, gefallen hat, schreibt das in die Kommentare. Wir nähern uns dem Live-Part und ich habe mal versucht, so ein bisschen ganz ruhig und so ein bisschen anders zu reden als in allen anderen Zeitraffern. Aber jetzt überlasse ich erstmal das Ganze dem Simon im Live-Part. Und somit herzlich willkommen zum Live-Part dieser wunderschönen Folge. Ja, im Zeitraffer haben wir den unteren Bereich fertig gemacht, beziehungsweise fast den ganzen unteren Bereich. Die beiden Kinderzimmer, die fehlen jetzt noch von der Deko her. Plus, wir haben den Garten fertig. In der nächsten Folge werden wir dann die beiden Kinderzimmer fertig machen und den oberen Bereich. Und wir haben viel zu tun im oberen Bereich. Ich habe die Farben verteilt. Hier, das ist so ein bisschen Wüstenwind heißt das. Das ist eher so ein bisschen beige. Sieht aber eher so Richtung Pink aus. Ich finde es eine ganz eine chillige Farbe. Du wolltest ja helle Farben. Es kann auch so ein bisschen hellbraun sein. Musst du mir halt alles in die Kommentare schreiben, liebe Rahel, was du geändert haben möchtest. Ob dir das passt von den Farben her. Wenn man jetzt hier runterschaut, schon mal von unserer wunderschönen Galerie, sieht das Ganze hier unten dann so aus. Schaffe ich es da unten reinzukommen? Achso, ich muss den Stock wechseln. Genau, leider sieht man von unten nicht die Galerie, man sieht nur von oben nach unten. Ich kann jetzt hier zum Beispiel noch die ganzen Wände einschalten. Dann haben wir hier unser Wohnbereich mit diesem Flachbildschirm. Wir haben hier eine Sitzecke, weil ich wollte die Glasfront nicht einfach leere lassen. Schon ein bisschen mehr Space, aber hier in der Mitte von der ganzen Glasfront doch noch ein paar Dinge, weil sonst sieht das zu leer aus. Wir haben hier, da klippt ein bisschen ein Baum durch die Wand. Let me fix that. Genau, wir haben hier ein Bücherregal, eine Laterne und natürlich auch ein Büro auf der Seite mit einer Musikanlage. Wir haben außerhalb des Gartens noch zwei Lautsprecher. Zum Garten komme ich gleich. Die Kinderzimmer, die sehen momentan so aus. Ich habe eins eingeteilt für einen Jungen und für ein Mädchen. Und ich weiß ja nicht, wenn deine Sims, was da genau rauskommt bei, ob da zwei Ladies rauskommen oder zwei Boys, das kannst du ja dann immer noch abändern. Auf jeden Fall in der nächsten Folge werden wir die beiden Kinderzimmer so designen, dass wir ein weibliches haben und ein männliches Kinderzimmer. Genau, dann haben wir die Küche. Mit einem Tablet, mit einer Obstschale, absichtlich mal in einer komplett anderen Farbe, blau, türkis, grün ist ja nicht so die Farbe in diesem Haus, deswegen mal einfach, damit das so ein bisschen noch was raussticht. Wir haben die Küche, wie man hier sehen kann, mit meiner Lieblingswandbeleuchtung, beziehungsweise mit meiner Lieblingsdeckenbeleuchtung, ich finde die mega episch.
Genau, so sieht das Ganze momentan aus in der Küche. Wir haben hier nochmal ein Gestell mit wieder Bücher und wir haben noch einen zweiten Bürotisch mit nichts drauf. Keine Ahnung, vielleicht kaufst du dir ja noch einen zweiten Computer. Das wollte ich jetzt erstmal freilassen. Wir haben hier die Garderobe und natürlich das Badezimmer bzw. das kleine Gästeklo mit Dusche. Denn ich denke mal, wenn du dann 4 Leute hast, die hier wohnen, Mutter und Vater im Bett oben im Hauptschlafzimmer, ein Kind hier, ein Kind da, sind das 4 Leute. Das heißt, der Vater, der kann dann nur in diesem Haus wohnen, wenn die schon verliebt sind ineinander, weil dann kann er auch ins Bett rein bei ihr. Und ja, deswegen habe ich hier eine Dusche und im oberen Bereich werden wir dann noch eine Badewanne hinbauen, damit sich wirklich 2 gleichzeitig waschen können. Auch eine Toilette wird oben noch zusätzlich kommen. Also wir werden 2 Badezimmer haben. Wenn 2 gleichzeitig müssen, ist das von Vorteil. Genau, wir haben hier Opas Wanduhr. Keine Ahnung, ob du Fan von so Wanduhren bist. Ich habe jetzt einfach mal eine hingemacht, weil ich keine Ahnung hatte, was man sonst da noch hinbauen kann. Die Brandmeldeanlage finde ich von Vorteil. Ich habe noch kein Telefon irgendwo. Ich finde das eigentlich vom Modell her mega hässlich. Ja, also man hätte da ruhig einen viereckigen Kasten machen können und that's it. Ohne diesen ganzen Schläuchen und diese komische Anzeige hier oben. Das nimmt so ein bisschen... Naja, hier wäre so ein kleiner Kasten, so ein simpler Kasten wäre hier schöner gewesen. Aber naja, es ist nun mal halt so, ich hätte den in den Keller gemacht, aber meine Schwester möchte keinen Keller, deswegen lassen wir den da. Wir haben einen Spiegel noch hier beim Eingangsbereich und ja, eine Pflanze hier. Ich denke mal, ich werde sehr wahrscheinlich hier dazwischen, wisst ihr was, da kann man eigentlich gleich noch eine kleine Pflanze hinsetzen. Wir haben hier, jetzt muss ich erstmal, Deko brauche ich und zwar brauche ich eine Pflanze für drinnen. Wohl kommt ja eh nicht drauf an. Wir nehmen mal das hier. Genau, einfach so ein bisschen noch Grünzeug mit reinbringen, passt sehr gut zum Orange, finde ich. Es ist so ein bisschen braun-orange, es ist jetzt nicht wirklich knallig orange, du wolltest ja helle Farben. Und ja, kommen wir zum Garten. Wir haben hier eine Sitzecke im Garten, wir haben hier die Mülltonne, wir haben hier noch ein Easter Egg. Plus, wir haben hier noch ein Easter Egg. Und zwar ein Flugzeug, ein Spielzeugflugzeug. Das hat wahrscheinlich einer deiner Kinder, hat das hier im Garten vergessen. Deswegen liegt das da. Mal gucken, was du damit machen kannst. Wir haben hier eine Sitzfläche, beziehungsweise ein Sitzbörtchen. Wir haben hier einen Grill. Und dann natürlich das Hauptdingens, der Pool. Plus natürlich hier so ein bisschen Gartengedöns. Ich weiß, dass du alle Add-ons hast von Sims. Das heißt, du hast ganz bestimmt auch Liegestühle. Ich habe die nicht. Bau doch hier auf das Holz. Diese Fläche ist eigentlich dazu da, um Liegestühle hinzuknallen. Ich habe die leider nicht. Du hast das Add-on. Also hier mal ein paar Liegestühle hin. Würde vielleicht auch ganz episch aussehen. Oder hier in die Wiese. Wie du es lieber magst. Ich habe den Platz einfach freigelassen, weil ich denke, du hast die besseren Items für Chill-Out-Gartengedöns. So, dann haben wir hier noch einen Brunnen, beziehungsweise so einen Skulpturbrunnen. Hier noch eine Pappel oder was das darstellen soll. Dann ein Weg nach vorne und auch von hier haben wir einen Weg nach da. Da gehen die Platten nicht weiter. Hier habe ich so noch ein bisschen vereinzelt weitergehen lassen. Ja, im zweiten Stock habe ich nichts gemacht, sondern nur die Raumaufteilung. Wir werden hier das Klo haben, hier ist das Schlafzimmer und hier das Kreativzimmer mit Musik und Kunst. Und ja, was hier dann noch hinkommt, vielleicht auch nochmal ein Gestell oder ein Bild. Ich möchte nicht allzu viel reinmachen, weil sonst zu viel ist auch nicht schön, zu wenig auch nicht. Das richtige Maß macht es aus. Und ja, das war's mit diesem Video. Lasst mir ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Abonnieren nicht vergessen, wenn ihr mehr sehen möchtet. Haut rein und bis zum nächsten Mal.